Gude, ich bin's wieder, der Yellow. Ja, ich gehe heute mal wieder auf Tour. Ich sitze noch im Auto. Ich fahre jetzt noch los, hole noch jemanden ab. Jemanden ganz Neues. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, das Rucksackvideo zu drehen. Aber ich versuche es wirklich nächstes Wochenende dann zu drehen. Ja, bei dem wunderschönen Wetter geht's heute raus. Wir fahren ans Lager, werden dann noch ein bisschen bauen. Olli kommt dann später noch. Werden gemütliche Zeit verbringen. Und einfach nur Spaß haben. Und diesmal werde ich auch ein bisschen mehr filmen. Nehme ich mir definitiv vor. Vielleicht wird es auch ein Zweiteiler, ich weiß noch nicht. Aber schauen wir mal. Gut, ich fahre dann jetzt mal los. Hol noch den neuen ab. Und dann sehen wir uns später. Bis dahin. So, wir sind angekommen. Da ist er. Aber hallo. Hallo. Wir sind noch am Parkplatz. Da steht das Auto. Und jetzt wollte ich euch auch mal diesen wunderschönen, tollen Baum zeigen. Der ist sehr, sehr urig und hat auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Das ist der Hängebaum. Da sieht man auch Turnschuhe im Baum hängen. Ja, hat eine sehr interessante Geschichte. Wer sich dafür interessiert, kann mich gerne mal anschreiben. Ich palaver das jetzt hier nicht runter. Nur so viel, hier hängen sich öfters mal Leute auf und hier wurden auch öfters mal Leute aufgehängt. Sehr markant auch dieser Ast da vorne, der so schön, oder dieser fast Baum ist das schon, der über die Straße ragt. Aber naja, wir hauen jetzt ab und gehen jetzt zum Lager. Wir sehen uns später. Und alles gut? Was? Alles gut? Ja, ich bin ein bisschen gut. Okay. Du weißt doch, ich bin nicht so der lange Wandertyp. Ja, wir haben es gleich geschafft. So lange ist es nicht mehr. So viel Sport mache ich auch nicht. Ich auch nicht. Ist auf jeden Fall sportlicher als ich. Naja, bin ein bisschen schon am Schnaufen. Der Olli ist der fitteste von allen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Lücke war das letzte Mal noch nicht. Hier hat der Sturm ganz schön gewütet. Hm.
Was ist da denn passiert? Ach du Scheiße. Oh. Ach du Kacke. Was ist denn da passiert? Plan runtergerutscht. Okay. Ja, herzlich willkommen. Wir müssen wahrscheinlich die Plane vom Shelter nochmal richten. Dafür, dass Sturm war, sieht eigentlich relativ gut aus. So, also wir sind jetzt angekommen. Ja, ein paar Schäden sind da. Am Shelter ist an die Seitenwand bis weg gewesen. Aber sonst alles ganz gut. Ben ist schon fleißig am Wiederaufbauen. Ja, wir machen jetzt wieder aufbauen und dann tun wir ein wenig ja, hier hinten noch ein Shelter bauen, also da in dem Bereich, dass es dann nicht so zieht. Feuerstelle ist auch noch in Ordnung. Und dann mal gucken. Auf geht's. So, wir haben aufgebaut, so ein bisschen heimisch eingerichtet. Muss meine Sachen noch ausräumen. Ben schläft heute da. Da haben wir hier noch so ein bisschen Plane gespannt, dass nicht so viel Wind zieht. Und wenn es regnet, dass hier einigermaßen alles trocken ist. Ja. Wie gesagt, wir müssen uns noch, also ich muss mich noch einrichten, wie immer. Und lecker Bierchen schon. Aber läuft. Wie gesagt, die Steffen heute schlafen. Zur Not muss ich aufs Auto latschen und mir mein lieber Patron noch holen, den rein. Leg die BW-Isomatte so einfach unten rein, wenn es zu kalt wird. Obwohl, hast du eine Decke oder irgendwas dabei? Ich hab doch mein anderes Bett. Ja, das ist hier die ganze Zeit schwitzen. Ja, du siehst es ja auch nicht. Nee, ich hab's ja gesehen, aber du hast ja noch gesagt, aber ich einfach am Labern und am Machen und keine Wahrnehmung mehr für andere Dinge. Oh, da vorne ist einiges runtergekommen, ne? Da, wo diese lichte Stelle ist. Die lichte Stelle war schon die ganze Zeit, aber sind alle ein bisschen schief da vorne. Ja. Jetzt, mir ist auf dem Weg hier hoch echt viel aufgefallen, was da letztes Mal noch nicht lag. Da war einiges. Ja. Ich hab auch schon zu Ben gesagt, da ist einiges runter. Olli. Kannst mich Ben nennen, ist einfacher und schneller. Okay. Ja, Olli oder Blacky. Wie wir hier hochgekommen sind, guckte ich hier hoch und sah nur, da hatten wir ja das Feuerholz im Licht. Und da war hier die blaue Plane so. Ich so, nein, es ist schon wieder was da drauf gefallen. Ich so, nein. Das sah nur so aus. So, Richland. Oh Mann. Hast du auch wieder deine Pfanne mit? Ja, Logo. Die die Hälfte vom Grill da teilnimmt. Warum habe ich meine Zigaretten? Keine Ahnung. Also ich denke mal, Feuerholz wird das reichen, oder? Meinst du? Ja, von der Gesamtmenge schon. Ah, geht noch hinter mir. Da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal was machen. In der Nähe von dem Beruf von Autowart. Aber weißt du, ich habe das auch erst im Nachhinein festgestellt. Dass wir da, wo Hubert Outdoor war. Mhm. Nachdem der Kumpel sagte, ey, guck mal, die Stelle, die kenne ich. Ja. So, woher kennst du die denn? Die habe ich im Video schon mal gesehen. So, was für ein Video? Hubert Outdoor. Hä? So, wo war das denn?
War das haargenau die Stelle, wo damals Fuß mit seiner Freundin war oder so? Der war da auch mit den Jungs. Weißt du, was das für ein Tarnmuster ist? Das hier? Ja. Das sieht nach S-Gutland aus. Nee, ist es nicht. Es ist angeblich das belgische Tarnmuster. Das ist Schicksal. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber es ist... Nee, das ist nicht das. Angeblich ist das das belgische, aber ich habe das belgische schon seit... Tarnmuster hat, glaube ich, seit 10 Jahren habe ich hell, das... Hellocker. Hellocker ja? Drin eigentlich. Ich habe das Ding schon seit 10 Jahren. Das war einer meiner... Ich hatte vor... Eigentlich um die 2009 oder sowas habe ich mit Bushcraft mal auch so... Ja, Survival wollte ich. Ich habe ein bisschen von dem... Saki gesehen und von... Wie heißt denn der andere, der jetzt auch so Survival-Kurse macht? Der auch mehrere Bücher geschrieben hat. Martin? Nee. Survival Deutschland? Nee. Oh, mehrere so Bücher. Der fährt so ein Jimny. Der Johannes Vogel. Okay. Johannes Vogel. Also wenn du dich mit Survival ein bisschen beschäftigst, kommt dir der Name irgendwann entgegen. Und Kollege und ich. Also ein bisschen Zeug gekauft, gemacht, getan, unter anderem das Ding hier und wollten über Pfingsten 2 Tage draußen bleiben und haben gedacht, naja, wir nehmen uns ein paar Energieriegel mit, ansonsten finden wir das Essen drauf. Okay, Ende vom Lied. Kürbis. Wir sind, das war halt der Feiertag, wir sind dann irgendwann abends an die Tankstelle gefahren und haben uns da Brot gekauft. Natürlich war das auch noch verschimmelt, was wir nicht gesehen hatten. Und ein paar Würstchen aus dem Glas. Das war mega Reinfall gewesen. Und sind dann halt auch am nächsten Tag nach Hause. Wir wären gestorben. Erstmal auf dem Weg zu diesem Lagerplatz haben wir jede Menge Nacktschnecken gesehen. Und die halt mitgenommen, so ja, könnte man vielleicht essen. Zum Glück hatten wir beide ein Buch dabei. Danach geguckt, nee, die Dinger sind giftig, kannst du nicht essen. Das war mega Reinfall. Seitdem habe ich das. Das sind ja noch gar keine 10 Jahre. Doch, ja, 2019, dann sind es 10 Jahre. Ja. Geil. Hängt. Du willst es lassen. Mega behindert hängt das. Ja, ja, so. Ich würde eigentlich. Tendenziell hätte ich gerne noch einen Ticken tiefer. Weil ich gehe ja noch runter mit der. Das muss man immer bedenken. Wenn du drin liegst, ist das Ganze noch weiter unten. So und auf der anderen Seite dann so wegspannen. Ja, ich muss tiefer, damit ich hier, falls irgendwas kommt, ein bisschen geschützter bin. Oh nein, ich hasse es. Ich muss mit der Ridgeline noch ein Stück tiefer. Du musst noch tiefer. Ich muss. Ich will nicht, ich muss. Okay. Hier kann ich mich nicht mögen. Mal gucken, wann ich das erste Mal dagegen laufe. Verdammt. Das ist das Geile mit diesen ganzen Tarnfarben. Wenn du echt zum Tracking draußen unterwegs bist, wirst du irgendwann feststellen, eigentlich wäre so ein fluoreszierendes Band am besten. Weil du läufst irgendwo dagegen und machst und tust und dieses ganze Tarnzeug ist schon teilweise echt sinnvoll, aber in manchen Fällen ein bisschen daneben. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier eine Verbindung herstellen? Eine reicht schon, glaube ich. Zwei sind zu viel. Mit ein bisschen Spannung. Ich weiß nicht, ob du mit dem Ding durch meine Öse kommst. Ich habe letztes Mal auch festgestellt, dass bei dir ein Haken besser war als... So? Ja. Was denn? Hä? Wieder so.
Marke Eigenbau. Erstmal testen. So. Ja, kann ich Sternhimmel gucken hier an der Seite. Das ist super. Warte mal, da kommen wir her vielleicht noch. Also theoretisch, wenn es regnet, müsste ich so rum schlafen. Mir meine Jacke hier vorne übers Fußteil legen. Ich habe mal in der Kombination ohne Underquilt mit Isomatte bei 0 Grad rum draußen gepennt. Und auf einmal hat es angefangen, so Schneeregen kam nachts runter. Alter. Da war ich auch so im Kopf hier geschützt. Auf der anderen Seite hatte ich dann meine Regenjacke übers Fußende vom Dings gemacht. Irgendwie ist hier mega Spannung drauf, aber in der Mitte hängt es irgendwie durch. Sollen wir doch vielleicht nur dazu ziehen? Ja. Das habe ich normalerweise die ganze Zeit bei mir auf der Balkon hängen. Nur da war es jetzt so windig, die letzte Zeit, dass ich das Ding abgehängt habe. Okay. Ja, voll nervig, wenn das. Komisch aus. Wichtig ist, wenn man so ein Ding so komisch aufbaut, dass man guckt, wo sich das Wasser sammelt und wo es dann in der Theorie hingehen würde. Wenn es jetzt heute Nacht regnen würde, wäre das total behindert, weil hier wird sich Wasser sammeln und ich weiß nicht, ob das gut abfließen würde. Kann sein, dass hier das ganze Ding runterkracht. Oder dann hier reinläuft und genau durchläuft. Also bei mir läuft es da ab. Mhm. Ich hätte jetzt auch auf der Seite runtergespannt, wenn Regen vorhergesagt wäre. Sieht mal wieder interessant aus. Auf jeden Fall. Nehme ich nur den Vorleger noch ein bisschen. Ja. So, dann will ich euch mal mitnehmen. Olli, sein Aufbau mit Poncho. Ticket to the Moon Hängematte, Daunenschlafsack, hier meins, mein Selbstbau an der Quilt mal wieder, mein Didi Magic Carpet, mein Vorleger, fällt mir gerade auf, dass er verkehrt rum ist, aber es wurscht, mein Supertarp, ja, als Schlafsack habe ich heute so einen Testschlafsack von der Firma Alpinus. Zugeschickt bekommen, teste ich heute mal noch mal. Also ist der Ultralight 800, sollte reichen, das wird schon passen. Ja, sonst haben wir hier nichts. Ist ja auch genug. Ja, also je nachdem, 5 Stunden mit ein bisschen Pause hast du dann noch mehr oder weniger. Ich wollte halt mal mehr, das habe ich dann gesehen. Genau, das habe ich auch gewollt. Das lasse ich lieber. Da haben wir dann auch die Beine alles wehgetan. Da muss ich auch noch zurückfahren. Eine halbe Stunde. Das ging aber noch. Wohnst du direkt in Frankfurt? Oder? Immer komplett. John ist auch da. Und, John baut. Nicht besser als die anderen. Kommt immer drauf an, welche du. Ich wollte jetzt eigentlich hacken auf dem Plotz. Ach so. Nur so zu Info. Was willst du denn jetzt da? Willst du jetzt schon Feuerholz oder was? Nee, ich will mir Keile machen, um den zu spalten. Ah! Aufnehmen. Ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich mal meine Tiger benutzt habe. Ja, klar. Wenn, ja, klar. Ich könnte es mir vorstellen, sonst immer Bauchtaschen, ne? Könnte ich noch als fast neu verkaufen. Oh! Den. Ich finde den ja so geil von der Größe und generell. Kauf den auch nicht, da holt es nichts mehr raus. Also. So, jetzt sind alle da. Auch Nummer 5 ist da. So eine Scheiße, ey. Jetzt müssen wir ja keinen hin. Ich melde dich Feuerholz machen hier. Ich
tue ich mir eigentlich die am schwersten Fall drauf. Sehe es als Herausforderung. Ja, so setz dich ruhig erstmal und ruh dich aus. Ne? Du bist ja die ganze Zeit gelaufen. Ja, ich beanspruche ja jetzt andere Muskeln. Ah. Wie du meinst. Ich habe nur Schneidstück gefallen. Jetzt musst du Ficky Ficky machen. Ficky Ficky! Kaffee trinken, was ich zum Geburtstag eingeladen oder so, dann habe ich da genau auch deswegen werden die Alkoholszenen weggeschnitten. Die BW-Isomatte, falte die zusammen und mach die da drauf. Die letzten drei Monate habe ich nur was am Durchkram. Also nicht nur. Beste, was du machen kannst. Also weißt du, Viertelstunde gequält, eine halbe Stunde gequält und irgendwie. Oh, ich und dann abends um 9 oder 10 noch. Erstmal rausziehen. Jetzt wird's warm, ha? Ein bisschen. Aber halt dann wirklich schön, so soll das jetzt sein. Um dann die Kurve zu kriegen, die ich nachher vielleicht ein bisschen bewusster ein bisschen ja, gut, also, aber sag ich mal, wenn man hat ja auch ganz, also, man muss ja jetzt nicht ausdrücken, man kann ja auch morgen ganz mal kurz mit abends essen. Mittag, also, das sind ja drei Themen. Ich kann es mir ja, schwer vorstellen, morgen nicht zu Fuß gehen, weil ja. Selbst wenn ich laufen gehe, also wenn ich mal Sport mache, dann meint das auch gerne auf leeren Magen. Aber wenn ich dann reinkomme und sitze, fang dann irgendwie an und dann mega krasser Unterschied, ob das Ding einen leichten Neigungswinkel hat oder gerade. Ja, das ist schon echt die Hölle teilweise. Ein dreckiger gemacht als vorher. Sauberer und dreckiger. Ich meine, so sauber kriege ich den auch nicht. Wie soll ich den denn noch sauberer kriegen? Das funktioniert ja nicht. Noch einen Staubsauger. Dann dreht John durch, weißt du. Ich habe gedacht, Geräusche im Staubsauger. Habe ich heute vergessen. Meine Schuld, ja. Ja, hast du vollkommen recht. Ich habe es verkackt. Oh, gelitten. Und Donnerstag dann irgendwo was. Einer kann auch hier noch Platz nehmen. Kannst du das Paracord irgendwo da unten zu dem restlichen Feuerholz unter die Bank quasi? Ja, genau. Irgendwo da drauf. Ja, da war mal Feuerholz. Und so ist es einfach so. Ja, bis ich das dann organisiert habe und gegeben habe, war es auch die Zeit rum. Und so habe ich jetzt in der Pause Zeit für den Spaziergang. Ah, oh. Fire is magic. Oh Gott. Warum klimpert das eigentlich bei mir immer am Platz so? Mach dir mal Gedanken. Schwer asozial im Wald. Deswegen nehme ich mir ein Dosenbier mit, dann klimpert es nicht. Ja, das ist ja kein Bier. Das ist ja nur die Unterhaltung, die da klimpert. Ich hau jetzt mal ordentlich was drauf, damit wir mal in der auch gar nicht so kommen. Ja, weil die die beiden da draußen können noch ein bisschen sehen. Die können doch schwätzen und sägen, oder? Können die nicht schwätzen so sehen und hier anders das sehen? Nee, hatten wir. Funktioniert. Seid ihr Multitasking? Ja, frag doch. Ich lass es. Ich hab's kurz überlegt, aber so dreist bin ich dann. Vielleicht schmeckt es dann besser. Jetzt hat's das hier ist übrigens dieser Tiefgewicht, Chili. Ja. Ist schon ein bisschen älter. Von 95,9 war vor 2 Wochen. Die würde ich mit dir teilen. 50 Euro UVP. Kommst du nicht drum rum? Ah, mit Objektiv. Ja, abgefilmt. Ja, mit. Ja. Mit dem Kit. Nee, danke. Wie, nee, danke. Ja, nur Wasser. Bis morgen, bis ich reinkomme. Ah, ja. Da bleibt schon wieder ein. Eigentlich hätte ich auch ein Bier mitgebracht, aber das ist nicht dramatisch, weil. Dann. Oh je. Ich weiß. Ich habe auch gewartet, bis das nächste kam. Ja. Ja, ich hoffe, wie gesagt, Abend. Ich habe noch keine. Ja. Machen wir es mal. Was dann bei mir war, war. Achso, Moment. Prost. Wie die Augen gucken. Oh Gott. Sauber. Nur weil du so guten Sex willst. Junge. Oder habe. Auf dem Sensor war dann irgendwie so ein ganz blöder Fleck drauf. Mhm.
Und dann habe ich wirklich mit Isopropylalkohol und diesen Q-Tip-Wattestäbchen, die nicht fusseln, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde an dem Fleck rumgeputzt, als ich den runterkriege. Weil ich denke, klar, ich könnte sie ja zurückschicken, aber war jetzt so günstig, ich will sie nicht zurückschicken. Ah, der George. Danke. Morgen! Alle sind wach. Er hat die Nacht überlebt. Tino hat sich gerade rausgepellt. Mr. Schnarch. Schon behauptet. Moin. Moin. Olli. Moin. Ja, das ist nur so eine Hintergrundbeleuchtung. Und hier ist das Shelter nochmal von John. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, geht auf seinen Kanal Outdoor Faxen. Ihr habt eine Challenge am Laufen. 28 Tage draußen schlafen bis zum nächsten Vollmond. Er pennt da wirklich in diesem Ding. Hammerhart. Hammerhart. Naja gut, ich habe jetzt schon Kaffee gemacht. Ich sehe schon wieder aus wie ein Elch, Alter. Und werde jetzt mal meinen Kaffee trinken und dann Frühstück essen und so weiter. Ach ja, schön. Muss man draufhauen? Ja, kannst du mal. Ja. Desinfizierer. Ein bisschen, ja. Also für sein Bacon. Ja, und deine Pfanne kannst du ja auch besser draufstellen. Ja. So, wir bauen ab. Ich find's cool, also mega Aktion. Mal gucken, wie du, wo du und. Temperaturen sind jetzt auch in einem guten Bereich. Ich denke, lustigste Tag wird halt wirklich Sonne auf Montag. Perfekturschichten. Ja. Nein, ich gedacht, weil wie gesagt, drin pennen ist für mich nichts, aber mal hier diese Ticket to the Moon, ich habe die ja auch. Sogar die mit ohne Lappen als Single. Und mal irgendwo schnell hinhängen und. Bauläden ist halt. Das ist schon angenehm. Ich habe mir halt diese die Dinger, die ich jetzt habe, hier in Benutzung habe, gekauft. Ja. Ich habe mir erst einfach so breites Polyesterband gekauft und mache mir dann halt einen Knoten rein. Er hat sich da auch mit dem Polyesterband selber so Wuppieslings gebaut. Ja, Wuppieslings bestimmt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aufhängen. Ja, doch, Wuppieslings. Ja, die Wuppieslings nicht mit Polyesterband, sondern mit irgendwas anderem. Keine Ahnung. Hier. Meine Hängematte, die Wuppieslings, habe ich mir selber gemacht. Die kannst du auch ganz einfach selber machen. Ja, ich weiß. Bleibst du lange noch am Feuer? Ja. Ich muss mich halt warm laufen.
Ja, ich habe halt, wie gesagt, das Handy so kaufen mit dem günstigen Vertrag wäre im Endeffekt teurer gewesen als den Vertrag, den ich jetzt habe. Ich behalte den Vertrag ein paar Jährchen, deswegen rentiert sich das dann. Ja. Das wollte ich nicht. Und die bieten, da es ja ein neues Handy war, bieten die es meistens ja eh nicht ab 30 Euro, sondern erst ab 40, 50 an. Und dann ja, wir haben abgebaut. Wir daddeln jetzt heim. Mülltüten, Rucksäcke, Kleinen abgebaut. Ja, war schön, oder? Sehr schön. Du kannst auch gerne ins Bild kommen. Jetzt kommt's doch scheiße. Ja, deine erste Nacht war? Gut. Das freut mich zu hören. Ja, Lager ist jetzt so weit ausgebaut, dass man sagen kann, reicht so. Und ja, wir daddeln jetzt heim. Haben jetzt kurz nach 10. Denke ich mal, bin ich um 12 Uhr zu Hause und dann schauen wir mal. Wir haben noch ein bisschen Rückweg. Bis später. Olli. Alter, was ist denn das? Ja, geht schon, aber es ist trotzdem. Dann lass uns zuerst was. Ja, wir sind jetzt wieder, also ich bin jetzt wieder am Rückweg, hab den Bell abgesetzt. Ja. Und war eigentlich super Overnighter, war wieder super Tour, alles locker. Die zwei spontan, die gekommen sind, war cool, auf jeden Fall, hat mich gefreut. Ja, Ausrüstung getestet, die neue, also was heißt das Kochset, das Titan-Kochset. Hat seinen Zweck erfüllt für den Preis, ist top, muss ich ehrlich sagen. Rucksack, der Silver Fox V-Sport, auch wieder sehr gut. Und ich hatte diesmal nur 22 Kilo mit und am Rückweg haben wir dann am Auto gemessen, wie wir angekommen sind, hatte ich nur noch 15,5. Haha, so langsam werde ich ultra light. Langsam. Wird zwar, glaube ich, eh nie passieren, aber naja, gut. Naja, aber sonst top, top Sache. Bin begeistert. Auch Ben war zufrieden. War natürlich fürs erste Mal, glaube ich, ein bisschen kalt die Nacht, aber sonst denke ich mal, war das auch bei ihm in Ordnung. Ja, John und Tino sind jetzt nochmal Rundweg laufen, noch ein paar Punkte ablaufen, Bilder machen und so weiter. Wir sind ja schon, wie gesagt, früher los vom Lager aus. Ja, wir haben jetzt ca. 12 Uhr, ich bin zu Hause. Von daher alles super. Das hat gepasst. Ich hoffe nur, dass die Aufnahmen auch was geworden sind mit allen drei Kameras filmen. Also mit der Systemkamera bin ich noch nicht so eins, was das Filmen angeht. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser geworden. Schauen wir mal. Und tut mir bitte einen Gefallen, like den Kanal vom John. Also der hat es echt verdient, der gibt sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe. Und seine Challenge läuft ja jetzt, war ja heute die erste Nacht. Seinen 28 Tagen draußen schlafen bis zum nächsten Vollmond. Ich werde den Kanal hier oben irgendwo dann verlinken. Und gib dem ein Abo,
Schaut euch die Videos an, gebt den Videos ein Like. Also der Junge gibt sich echt sehr, sehr viel Mühe. Ihr habt es ja auch gesehen, er hat in einem Erdloch geschlafen, einfach mal Campingplatten drüber und gib ihm. Ja, und ist auch in kurzer Hose angedackelt. Also echt ein bisschen verrückt, aber er hat ein Abo verdient, tut's, macht's. Ich hab's auch gemacht, also von daher passt das schon. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und ich werde jetzt meine Ausrüstung reinigen, mich ein bisschen schicki machen und den Sonntag ausklingen lassen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.